don't miss out on new videos click the bell and if you enjoyed this video give it a thumbs up for more how are your german listening skills first you'll see an image and hear a question next comes a short dialogue listen carefully and see if you can answer correctly we'll show you the answer at the end kaffeeangestellte unterhalten sich über ihre verkäufe Wähle das Diagramm, das Sie betrachten. Wir hatten gute Verkäufe von Dezember bis Februar. Ja, die limitierte Editionartikel sind gut gelaufen. Aber es tut mir leid, dass das neue Produkt, das im März veröffentlicht wurde, sich nicht gut verkauft hat und am Ende die Verkäufe für den Monat runtergezogen hat. Wir hatten langsame Verkäufe im Oktober und März. Generell stiegen unsere Verkäufe stetig an. Aber die Oktoberverkaufszahlen waren die schlimmsten monatlichen Verkaufszahlen in der zweiten Hälfte. Schauen Sie, wir hatten einen Konkurrenten, der im Oktober in dieser Nachbarschaft sein Café eröffnet hat, und sie haben unsere Kunden zu Beginn angelockt. Ich bin erleichtert zu sehen, dass unsere Kunden zurückkehren. Ja, unsere Kundendaten, wenn wir uns Geschlecht und Alter angucken, zeigen, dass mehr als die Hälfte unserer Kunden Frauen in ihren 20ern und 30ern sind. Das heißt, wir werden uns ein paar neue Ideen für Kampagnen überlegen müssen, um diese Kunden zu behalten. Neben unseren regulären Kaffeeprodukten können wir versuchen, mehr Auswahl an Nebengerichten anzubieten. Ja, aber etwa 20 Prozent unserer Kunden sind Männer in ihren 20ern und 30ern. Also müssen wir uns auch Dienstleistungen überlegen die bei Ihnen gut ankommen. Ich verstehe, gratis WLAN zum Beispiel wäre vielleicht gut für Geschäftsmänner. Ich verstehe, lassen Sie uns darüber nachdenken. Wähle das Diagramm, das Sie betrachten. Kaffeeangestellte unterhalten sich über Ihre Verkäufe. Wähle das Diagramm, das Sie betrachten. Wir hatten gute Verkäufe, von Dezember bis Februar. Ja, die limitierte Edition Artikel sind gut gelaufen. Aber es tut mir leid, dass das neue Produkt, das im März veröffentlicht wurde, sich nicht gut verkauft hat und am Ende die Verkäufe für den Monat runtergezogen hat. Wir hatten langsame Verkäufe im Oktober und März. Generell stiegen unsere Verkäufe stetig an, aber die Oktoberverkaufszahlen waren die schlimmsten monatlichen Verkaufszahlen in der zweiten Hälfte. Schauen Sie, wir hatten einen Konkurrenten, der im Oktober in dieser Nachbarschaft sein Café eröffnet hat, und sie haben unsere Kunden zu Beginn angelockt. Ich bin erleichtert zu sehen, dass unsere Kunden zurückkehren. Ja, unsere Kundendaten, wenn wir uns Geschlecht und Alter angucken, zeigen, dass mehr als die Hälfte unserer Kunden Frauen in ihren Zwanzigern und Dreißigern sind. Das heißt, wir werden uns ein paar neue Ideen für Kampagnen überlegen müssen, um diese Kunden zu behalten. Neben unseren regulären Kaffeeprodukten können wir versuchen, mehr Auswahl an Nebengerichten anzubieten. Ja, aber etwa 20 Prozent unserer Kunden sind Männer in ihren 20ern und 30ern. Also müssen wir uns auch Dienstleistungen überlegen, die bei Ihnen gut ankommen. Ich verstehe. Gratis WLAN zum Beispiel wäre vielleicht gut für Geschäftsmänner. Ich verstehe. Lassen Sie uns darüber nachdenken. Did you get it right? I hope you learned something from this Quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.